Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der FDP hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Gefahr eines Handelskrieges und die Auswirkungen auf die Finanzplanung des Bundes. Ich rufe dafür zunächst auf, als ersten Redner den Kollegen Michael Theurer von der FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir stehen tatsächlich in der Gefahr, dass durch die Ankündigung des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump Strafzölle auf Aluminium und Stahl ein Handelskrieg entstehen kann, der massive Nachteile für die Unternehmen und ihre Beschäftigten in Deutschland, der ganzen Europäischen Union auslösen kann. Und das würde dann auch zu massiven Haushaltsrisiken führen. Meine Damen und Herren, der G20-Gipfel in Hamburg wurde ja abgehalten, dass die internationale Gemeinschaft miteinander Lösungen findet auf solche Probleme. Die Bürgerinnen und Bürger, die die Ausschreitungen in Hamburg zu ertragen hatten, erwarten zu Recht von unserer Bundesregierung, dass sie sich mit voller Kraft einsetzt, um diesen Handelskrieg abzuwenden. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump sagte ja mal in einem Interview, ich zitiere sinngemäß, die EU sei Deutschland, sie sei geschaffen worden, um den USA das Leben schwer zu machen. Und deshalb wolle er künftig bilateral mit den europäischen Staaten verhandeln. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir Donald Trump beim Wort nehmen. Denn in der Tat liegt die Europäische Union und die europäische Integration im nationalen deutschen Interesse. Aber, meine Damen und Herren, niemand hindert die deutsche Bundeskanzlerin, nach Washington zu fahren, um mit Donald Trump darüber zu sprechen, dass diese Strafzölle eben nicht erhoben werden. Und der australische Premierminister Malcolm Turnbull hat es erreicht im persönlichen Gespräch mit Donald Trump, dass Australien ausgenommen wird von diesen Zöllen. An Ihrer Stelle, Frau Bundeskanzlerin, würde ich nach Washington fahren und mal ein ernstes Wort mit Donald Trump sprechen. Es ist schon seit längerer Zeit zu beobachten, dass die Kanäle in die US-Administration nicht sprechfähig sind, ob das Handelsminister Ross oder der Handelsbeauftragte Lighthizer ist. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir in Deutschland auch klar machen, Anti-Freihandel kann man nicht mit Anti-Freihandel beantworten. Wir brauchen eine Initiative für Freihandel in Deutschland und in ganz Europa, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Wenn die Europäische Union von Donald Trump jetzt konfrontiert wird mit der Aussage, dass auf Autoimporte aus der EU in die USA ein Zoll von 10% erhoben wird, Entschuldigung, von 2,5%, und umgekehrt wir für Autoimporte aus den USA aber einen Zoll von 10% erheben, dann hat der Präsident ja da einen guten Punkt gemacht. Und anstatt jetzt einseitig auf Donald Trump zu schimpfen, könnten wir als Bundesrepublik Deutschland eine Initiative in der EU starten und sagen, lasst uns doch die Zölle auf Autoimporte insgesamt abschaffen zwischen den USA und der Europäischen Union. Das wäre ein Angebot, mit dem man Bewegung in diese ganzen Gespräche bringen kann. Interessant ist, wir haben ja jahrelang auch hier in diesem Haus, in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere von den Extremen links und rechts gehört, Freihandel sei schlecht, Freihandel gefährde Arbeitsplätze, Freihandel würde unsere Interessen treffen. Fakt ist, als Exportnation sind wir darauf angewiesen, dass wir Freihandel betreiben können, und wir wären massiv negativ betroffen, wenn diese Strafzölle kommen. Wir sagen, wir brauchen regelgebundenen Freihandel, und deshalb wäre es richtig und sinnvoll, an dieser Stelle das TTIP, das Freihandelsabkommen mit den USA, neu zu beleben. Wir erwarten hier eine Initiative der Bundesregierung. Frau Bundeskanzlerin Merkel, die neue Bundesregierung ist die alte Bundesregierung. Wir glauben, dass diese handelspolitischen Fragen dringend zur Chefsache gemacht werden müssen. Denn sollte es tatsächlich zu einer Spirale der Eskalation, der Erhöhung von Zöllen kommen, dann wird dies Arbeitsplätze in der Bundesrepublik Deutschland massenweise negativ betreffen. Dann wird es die wirtschaftlichen Chancen der Unternehmen nachteilig betreffen. Davon wären die Menschen betroffen. Davon wäre aber auch die Haushaltslage dieses Hauses betroffen. Es ist an der Zeit, dass Handelspolitik zur Chefsache der Bundesregierung gemacht wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Theurer. Als nächstes erhält das Wort der Kollege Andreas Lemmel für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Verehrter Herr Kollege von der FDP, die neue Regierung ist die alte. Da kann ich nur sagen, Sie hatten das in der Hand. Ja, und leider sind diese Chancen vertan worden. Meine Damen und Herren, das Bundeswirtschaftsministerium hat heute einen Bericht veröffentlicht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland in den ersten drei Monaten dieses Jahres. Und das Bundeswirtschaftsministerium zeigt ein sehr positives Bild der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land. Und genauso das gesamtwirtschaftliche Umfeld in Europa und in der ganzen Welt hat sich in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt. Und der besondere Träger auch der Entwicklung in Deutschland, der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, ist der Außenhandel. Wie eigentlich schon immer in den letzten Jahren ist der Außenhandel neben dem privaten Verbrauch Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung. Und deswegen ist es natürlich besonders wichtig für uns, dass in der Welt möglichst barrierefreier Handel stattfinden kann, dass wir Freihandel betreiben können. Und man muss noch mal deutlich sagen, und da gebe ich Ihnen recht, Herr Kollege, manche Fraktionen hier in dem Hohen Hause verwechseln ja Freihandel mit Handel ohne Regeln. Aber genau das ist es nicht, denn freier Handel der Welt ist im Prinzip, unterliegt Regeln, und diese Regeln haben sich wiedergefunden im Regelwerk der Welthandelsorganisation. Und wir sind auch sehr froh, dass die Welthandelsorganisation in den 90er Jahren geschaffen wurde, denn damit war es überhaupt erst mal möglich, Regeln für den Welthandel aufzustellen. Und da die positive Konjunktur eigentlich auch die Vereinigten Staaten von Amerika erfasst hat und die Steuerreform von Präsident Trump wird sicherlich noch ein weiterer positiver Aspekt sein. Deshalb wundern wir uns eigentlich umso mehr, warum dieser Präsident jetzt mit Zöllen, mit Strafzöllen kommt, um sozusagen den Handel in der Welt wieder einzuschränken. Und wenn man sich mal anguckt, was eigentlich Herr Präsident Trump damit erreichen will, dann muss man mal sagen, er will sozusagen 13 Millionen Tonnen Stahl vom amerikanischen Markt entfernen, und er will die Auslastung seiner Stahlwerke von 73% auf 80% erhöhen. Meine Damen und Herren, ob das wirklich die Sache wert ist, muss man mal so fragen. Und ob er überhaupt sein Ziel erreicht mit diesen angekündigten Strafzöllen, das würde ich sehr in Frage stellen. Und Herr Kollege von der FDP, ich kann Ihre Frage gar nicht verstehen, dass Sie so sagen, naja, die Bundesregierung müsste doch jetzt mal machen. Die Bundesregierung macht natürlich auf allen Kanälen, und schon vor der Vereidigung der Regierung gestern hat natürlich Deutschland auf allen Kanälen versucht, in Amerika Gesprächspartner zu finden, die man im Übrigen gar offensichtlich gar nicht so einfach findet im Umfeld des Präsidenten. Der entlässt ja immer mal Personal, sucht sich neues Personal, entlässt wieder anderes, sodass es gar nicht so einfach ist. Meine Damen und Herren, diese Strafzölle, die er nun auch weiterhin ankündigt für PKWs und hier ganz gezielt gerichtet gegen deutsche PKW-Produzenten, die lassen uns natürlich schon aufhorchen und insgesamt unruhig machen. Das ist gar keine Frage, denn einen Handelskrieg, schon den Namen finde ich furchtbar, brauchen wir im Moment überhaupt nicht. Und deswegen ist die Strategie ganz klar: der Regierung sprechen, reden, verhandeln, wo es auch überall stattfinden kann. Es gibt ja neben dem Handelskrieg noch das Thema unfaire Handelspraktiken. Mit beiden Dingen sind wir ja in Deutschland konfrontiert. Und die unfairen Handelspraktiken belasten natürlich unsere Wirtschaft genauso wie ein möglicher Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten. Und man kann es nur noch mal deutlich sagen: ein Handelskrieg hat letztendlich nur Verlierer. Und auch die Vereinigten Staaten, wenn sie vielleicht einen kurzfristigen Punkt erzielen oder einen kurzfristigen Erfolg, mittel- und langfristig kann man ganz davon ausgehen, die Amerikaner, die früher die Hüter des freien Welthandels waren, machen nun den ersten Schritt hin zu einer Restriktion des Handels, was natürlich andere nur ermuntern wird, meine Damen und Herren, hier ähnliche Schritte möglicherweise zu ergreifen. Trotzdem prognostiziert das Bundeswirtschaftsministerium, dass die Risiken für die Konjunktur in Deutschland und in Europa im Moment sehr gering sind. Und ich gehe davon aus, dass auch der amerikanische Präsident durchaus
sich noch mal genau überlegen wird, ob er mit seinen Partnern, die er auch ständig auch brauchen wird, diese Verfahrensweise oder diesen Handelskrieg anzetteln will. Und deswegen bleibe ich optimistisch. Ja. Und ich denke, auf dem Verhandlungswege lässt sich viel erreichen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Lemme. Als nächstes erteile ich das Wort dem Abgeordneten Thomas Jürg für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen von der FDP-Fraktion, was haben Sie sich bei der Wahl des Debattenthemas eigentlich gedacht? Und ich will deutlich sagen, an der Tafel steht da dran, die aktuelle Stunde zur Gefahr eines Handelskrieges. Sie haben ja dort noch einen Anhang, und dazu will ich sprechen, weil Sie formulieren es, und die Auswirkungen auf den Finanzplan des Bundes. Und darum soll es ja wohl auch gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hatte immer gedacht, dass das Schüren von Ängsten anderen politischen Kräften in diesem Hause überlassen ist. Aber Fakt ist eben auch, ich hoffe gerade als Haushälter, dass wir nicht nach jeder Twitter-Meldung von Donald Trump vielleicht den Bundeshaushalt umschreiben müssten. Mit Blick auf die Haushaltsplanung will die FDP mit dem Debattenthema offensichtlich den Eindruck erwecken, dass die Finanzplanung des Bundes auf Sand gebaut sei. Und sie bedient sich des Schreckgespenstes eines, und Kollege Lemmel, da gebe ich Ihnen recht, Unwortes, Handelskrieges. Die Fakten sind klar. Vor einer Woche hat der US-Präsident Donald Trump die Verhängung von Exportzöllen auf Stahl und Aluminium verkündet. Und wir alle wissen, dass Detailfragen ja ungeklärt sind. Wir wissen auch nicht, welche Ausnahmeregelungen denn wirklich vorgesehen sind. Und es ist doch wohl auch so, dass auf Ebene der EU, aber auch der Bundesregierung das Ganze natürlich sehr kritisch gesehen wird und dass diese Ankündigungen natürlich auch Reaktionen erfahren werden. Zunächst einmal gilt es aber auch, Gespräche zu führen, um etwas zu verhindern, was uns allen nicht gefallen kann. Dennoch, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat diese Woche festgestellt, Zitat, auch von den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium ist zunächst mal keine spürbare Wirkung auf die Konjunktur zu erwarten. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will ja gar nicht abstreiten, dass von einem möglichen Handelskrieg durchaus auch wirtschaftliche Risiken verbunden wären. Ja sicher, das ist doch klar. Dennoch gilt aber wohl deutlich, dass man sich auch mit anderen wirtschaftlichen Kennziffern auseinandersetzen dürfte, die Auswirkungen auf die Haushaltsplanung haben könnten. Dann nenne ich viel gravierende Dinge, wie beispielsweise die Entwicklung von Rohstoffpreisen oder aber auch die Veränderung des Zinsniveaus. Und statt hier einmal einen Popanz aufzubauen, möchte ich einfach darauf hinweisen, dass wir wirklich einen guten Finanzplan haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Finanzplan ist, resultiert aus Annahmen Mitte letzten Jahres, wo das Wirtschaftswachstum noch bei 1,6% lag. Tatsächlich geht die Bundesregierung jetzt im aktuellen Jahreswirtschaftsplan, den wir ja kürzlich besprochen haben, von 2,4% aus. Und ich sage deutlich, damit wird auch klar, dass die Bundesregierung das Wirtschaftswachstum als Grundlage für unseren Finanzplan doch wohl sehr vorsichtig geschätzt hat und damit auch möglichen Risiken Rechnung trägt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass das Wirtschaftswachstum besser ist, das erkennt man ja auch an steigenden Steuereinnahmen. Und so konnten wir bei der letzten Steuerschätzung im November 2017 durchaus positiv konstatieren, dass im Finanzplanungszeitraum bis 2021 mit ca. 30 Milliarden Mehreinnahmen alleine für den Bund gerechnet werden kann. Die nächste Steuerschätzung im Mai gilt es dann abzuwarten, die sich natürlich auch im nächsten Finanzplan niederschlagen wird. Und darin finden sich dann auch die von der Koalition vereinbarten Mehrausgaben, deren Finanzierbarkeit ausdrücklich gesichert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn bereits im letzten Finanzplan haben wir ja 15 Milliarden Euro mehr frei verfügbar gehabt. Das war eine gute Ansage und hat Spielräume geschaffen. Wir wollen natürlich im Finanzplanungszeitraum auch weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt ohne neuen Schulden vorlegen und auch die vorhandenen Spielräume systematisch ausnutzen. Das ist sowohl wirtschaftspolitisch als auch haushaltspolitisch völlig richtig. Und so hat auch die OECD im Kenntnis der geplanten staatlichen Ausgaben ihre Wachstumsprognose für Deutschland angehoben, und zwar in diesem Jahr von 2,3 auf 2,4%. Und im nächsten Jahr erwartet man statt 1,9 2,2%. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat die OECD damit begründet, dass wir sinnvolle Mehrausgaben im Bundeshaushalt vorgesehen haben, Investitionen beispielsweise in Bildung, Infrastruktur und Wohnungsbau, genauso wie Mehrausgaben für Familien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zusammenfassend, der Finanzplan der Bundesregierung ist auf solidem Fundament gebaut,
Wir haben einen guten Finanzplan und werden einen noch besseren bekommen. Damit wird selbstverständlich auch allen Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen. Die heutige Debatte hätten wir uns sparen können. Herr Jürg, herzlichen Dank. Als nächstes erteile ich das Wort dem Kollegen Leif-Erik Holm von der AfD. Das Wort. Liebe Bürger, Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Jürg, ich glaube, Sie haben den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Ich bin froh, dass wir über dieses wichtige Thema heute hier im Hohen Hause sprechen. Wir befinden uns nämlich tatsächlich auf einem gefährlichen Pfad, wenn nicht schnellstens alle Beteiligten abrüsten. Der möglichst freie Zugang zu den Weltmärkten ist nämlich für eine große Handelsnation wie Deutschland natürlich essentiell. Das Hineinstolpern in einen Handelskrieg aus Aktionen und Reaktionen müssen wir verhindern. Dazu aber müssen wir zunächst natürlich die Lage sachlich analysieren. Und da zeigt sich, dass es hier eben nicht den einen Teufel im Weißen Haus gibt, den einige so gerne an die Wand malen. Nein, auch die EU hat hier ihr Päckchen zu tragen. Die Zollsätze der EU liegen im Schnitt 1,5-mal so hoch wie die der USA. Es gibt also keinen Grund, sich über Trump zu echauffieren, wie es die Kommission ja beispielsweise getan hat. Die EU ist protektionistischer, als die USA es sind. Aber wir kennen das Muster ja schon. Wenn der Trump in den Staaten auf den Putz haut, dann hyperventilieren in Europa alle wie die aufgescheuchten Hühner ohne Sinn und Verstand. Ja, auch ich halte den Ansatz der US-Administration, drastische Schutzzölle einzuführen, für falsch. Es wird nicht funktionieren. Und wir selbst haben das im Übrigen auch schon erlebt hier in Europa mit den Strafzöllen auf Solarpaneele aus China. Hat am Ende überhaupt nichts genutzt. Die Solarindustrie in Europa ist heute toter als ein Sack Kartoffeln. Der aus unserer Sicht falsche Ansatz der Vereinigten Staaten darf aber eben nicht dazu führen, dass ein Herr Juncker gleich mit Vergeltungsmaßnahmen droht. Das ist völlig kontraproduktiv. Anstatt den Heißsporn Trump runterzukühlen, wird sogleich weiteres Öl ins Feuer gekippt. Aber da zeigt sich wieder die Fehlkonstruktion der EU. Die Kommission hat gar nicht den Druck und die Verantwortung einer von den Bürgern gewählten Regierung. Ausbaden müssen die Fehlleistungen Brüssels immer die Bürger in den einzelnen Nationalstaaten. Und das darf so nicht weitergehen. Im Übrigen, vielleicht helfen da ja Strafzölle auf dusselige Ideen von Kommissionspräsidenten. Dann müssen wir uns auch nie wieder Sorgen um unsere Haushaltslage machen. Meine Damen und Herren, in diesem Moment wäre die Führung Deutschlands gefragt, um die Zollverschärfung abzuwenden. Aber jetzt rächt sich leider der schlechte Draht nach Washington. Es rächt sich, dass sich die Repräsentanten dieser gestutzten Koalition hier im Hohen Haus vor der US-Wahl so weit aus dem Fenster gelehnt haben. Was haben Sie den Trump beschimpft? Es ist mir noch heute ein großes Rätsel, dass ausgerechnet der seinerzeitige Chefdiplomat, Außenminister Steinmeier, Trump vor der US-Wahl offen einen Hassprediger genannt und ausdrücklich gesagt hat, er sei bei der Wahl nicht neutral. Das, meine Damen und Herren, gehört sich nicht, schon gar nicht auf dem Parkett der Diplomatie. Der ein oder andere mag dies oder jenes gewöhnungsbedürftig finden, was Herr Trump so sagt und macht, aber er ist der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und man kann noch etwas sagen. Er versucht doch tatsächlich, seine Wahlversprechen einzulösen. Das nötigt einem wirklich Respekt ab, denn das ist ja hierzulande mittlerweile eine seltene Sache. Auch bei der einen oder anderen Bundeskanzlerin hier in dem Hause, mit der es ja zum Beispiel nie eine Maut geben sollte. Meine Damen und Herren, die Zeit ist knapp. Jetzt helfen nur Gespräche quasi rund um die Uhr und auf allen Kanälen, denn es sind ja nur noch 8 Tage, bis die neuen US-Zölle in Kraft treten würden. Und da muss die Bundesregierung, die neue Bundesregierung, jetzt wirklich in die Bütt. Denn wir können uns nicht auf ein langwieriges WTO-Schlichtungsverfahren verlassen, das bis zu 2 Jahren dauern kann und dessen Erfolgsaussichten völlig fraglich sind. Und offensichtlich besteht ja auch auf der anderen Seite des Atlantiks Interesse an einer Einigung. Die Signale nehmen wir doch aus Washington zurzeit wahr. Deswegen ist es jetzt eben höchste Zeit für das Ausloten von Kompromissen im stillen Kämmerlein. Betonung liegt auf still, eben ohne Kameras und ohne Twitter-Zugang. Und Kompromiss heißt für mich auch etwas anzubieten. Hören Sie bitte weiter zu, es kommt ein Vorschlag.
Denn das können wir durchaus. Der Handelsforscher Gabriel Felbermayr vom IFO-Institut bringt dafür eine Senkung der hohen EU-Zölle auf Pkw ins Spiel. Haben Sie auch völlig recht, ist auch völlig richtig, sehen wir ganz genauso. Denn diese Zölle liegen eben viermal so hoch wie die der USA. Und man fragt sich, warum eigentlich? Haben wir so wenig Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit unserer Autos? Das ist mir völlig unverständlich und anderen offensichtlich auch. Selbst der VW-Markenchef Herbert Diess hat mittlerweile die hohen Importzölle im Automobilbereich infrage gestellt. Warum also nicht genau darüber hinter den Kulissen reden? Wir brauchen keine Drohungen, wir brauchen konstruktive Vorschläge. Und daran muss jetzt dringend auch die Bundesregierung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln intensiv mitarbeiten. Bringen Sie an Ihre Redezeit, bitte. Ich komme zum Schluss. Bringen Sie endlich Bewegung in die verfahrene Situation, damit wir als Handelsnation unsere Interessen wahren können. Wie gesagt, es sind nur noch 8 Tage. Dankeschön. Vielen Dank. Einen schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schönen Morgen habe ich Ihnen schon gewünscht. Nächster Redner in der Debatte, Fabio De Masi für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, laut der Bild-Zeitung befinden wir uns im Krieg, im Handelskrieg mit den USA, um genau zu sein. Im Krieg stirbt bekanntlich die Wahrheit zuerst. US-Präsident Trump hat Zölle auf Aluminium von 10% und auf Stahl von 25% angeordnet. Er drohte auch Strafzölle auf BMW und Mercedes an. Solche Strafzölle auf Autos etwa könnten Deutschland hart treffen. 8% unserer Wirtschaftskraft hängen an der Automobilindustrie und Zulieferern. Trump und Dieselgate könnten in der Tat unser Waterloo werden. Die US-Regierung begründet Zölle auf Stahl und Aluminium mit der nationalen Sicherheit und stützt sich auf den US Trade Expansion Act sowie auf Artikel 21 des GATT-Abkommens. Natürlich bedrohen weder BMW noch Mercedes die nationale Sicherheit der USA. Aber ein Erfolg einer Beschwerde bei der WTO wegen der Stahl- und Aluzölle ist nicht sicher. Ein Verfahren könnte Jahre dauern. Bundespräsident Heinemann sagte einst, wer mit dem Finger auf andere zeigt, auf den weisen drei Finger zurück. Deutschland und auch die Eurozone verzeichnen einen permanenten Exportüberschuss, der den Chinas in den Schatten stellt. Wir verkaufen immer billiger und mehr an den Rest der Welt, als wir von dort einkaufen, weil Löhne, Renten und Staatsausgaben gedrückt wurden. Was ist das bitte schön anderes als ein Handelskrieg, verehrte Kolleginnen und Kollegen? Man kann ja an Trumps Geisteszustand zweifeln, aber diese Geizesgeilpolitik ist nicht weniger verrückt. Die Bundesregierung behauptet, mit der Agenda 2010, der Lohndruckerei, hätte der Exportboom überhaupt nichts zu tun. Das sei schlicht Qualität made in Germany. Das sind doch alternative Fakten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wenn unsere Ingenieure seit der Einführung des Euros einfach ständig besser werden, wenn die Preise für den Handel völlig egal sind, dann würden uns die Strafzölle der USA doch überhaupt nicht kratzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist doch absurd. Fakt ist, mit der D-Mark hätten wir mit diesen Exportüberschüssen bereits dramatisch aufgewertet. Die EZB musste wegen der Kürzungspolitik jedoch die Wirtschaft mit billigem Geld beatmen. Der Euro wertete daher um zeitweise 20% gegenüber dem US-Dollar ab. Dagegen sind viele Zölle ein Kindergeburtstag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Internationale Kritik an den deutschen Überschüssen gibt es übrigens nicht erst seit dem Clown in Washington. Nobelpreisträger wie Stiglitz haben die Bundesregierung kritisiert. Der IWF, selbst die EU-Kommission und ja, auch Barack Obama. Die USA sind eben nicht Griechenland. Es macht einen Unterschied, ob ein Schäferhund einen Hamster beißt oder einen Pitbull. Statt die Binnenwirtschaft, Löhne und öffentliche Investitionen zu stärken und die Exportüberschüsse kontrolliert abzubauen, droht nun kalter Entzug für den Exportjunkie Deutschland. Wahr ist auch, die EU erhebt Zölle auf Aluminium aus China und Russland bis zu 35%. Auf Stahl erhebt die EU Zölle gegenüber 15 Ländern von Brasilien über Sri Lanka und die USA meist über 25%.
Und als Kenia sich weigerte, Schutzzölle auf unsere Agrarprodukte abzubauen, um seine Bauern zu schützen, da führte die EU Strafzölle auf Tee, Kaffee und Schnittblumen aus Kenia ein. Sie predigen Freihandel, aber wissen, freier Handel ist ein Märchen. Es geht hier um knallharte Interessen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wenden Sie einen Handelskrieg mit den USA ab. Die Regierung muss endlich Löhne und öffentliche Investitionen stärken, die schwarze Null beerdigen, zu der sich der neue rote Finanzminister sofort bekannt hat, und sich an das Wachstums- und Stabilitätsgesetz von 1967 halten, das Deutschland auf einen ausgeglichenen Handel verpflichtet. So sichert man den sozialen Zusammenhalt in Deutschland und wirtschaftliche Stabilität. Vielen Dank. Vielen Dank, Fabio De Masi. Nächste Rednerin, Katharina Dröge für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich der Debatte hier im Bundestag gelauscht habe, da fehlten mir eine Zeit lang die Worte, und das passiert nicht oft. Das stimmt. Das stimmt, ne? Das sagt Frau Roth auch. Mir fehlten die Worte, weil ich mich ein Stück weit gefragt habe, worüber reden Sie hier eigentlich? Der Kollege von der SPD, der sagt, er findet das alles nur ein Popanz, dass wir eine Aktuelle Stunde über die Gefahr eines drohenden Handelskriegs mit den USA haben. Die Kollegen von FDP und AfD, die denken, wir können einfach mal die Zölle auf Autos senken und dann ist das Thema gegessen. Sie unterschätzen völlig die Dimensionen, in denen wir hier gerade sind. Donald Trump hat Zölle auf Stahl und Aluminium verhängt, das stimmt. Aber das, was dahinter steht, das ist weit größer, das ist weit mehr als beschränkt nur auf den Stahlsektor. Und deswegen muss natürlich unser oberstes Ziel sein, mit Diplomatie darauf hinzuwirken, mit Gesprächen in den USA, auch mit den Partnern, die wir in den USA haben, zu verhindern, dass sich das ausweitet auf andere Branchen. Da ist Diplomatie das Richtige, aber da ist natürlich auch richtig, was Kommissionspräsident Juncker gemacht hat, als er gesagt hat, es gibt eine Liste an Gegenmaßnahmen, dass die Europäische Union auch bereit ist, zu reagieren, wenn es denn zu dieser Situation kommt. Und in Richtung der Nationalisten in der AfD muss ich auch sagen, gerade in dieser extrem schwierigen weltwirtschaftlichen Situation bin ich froh, dass es einen europäischen Binnenmarkt gibt. Bin ich froh, dass wir diese Situation gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarländern meistern können und nicht alleine dastehen, wie Sie sich das so wünschen. Wir müssen uns natürlich auch mit der Situation der Stahlindustrie in Europa beschäftigen. Es gibt Gegenmaßnahmen, die wir ergreifen könnten. Sollte es wirklich zu der Situation kommen, dass jetzt 12 Millionen Tonnen Stahl umgeleitet werden aus den USA auf den europäischen Markt, wir können Safeguard Measures ergreifen. Und wir müssen natürlich auch eine Klage vor der Welthandelsorganisation einreichen, denn Donald Trump bricht ganz bewusst internationales Recht mit dem Schritt, den er geht. Und gerade diese Klage vor der WTO ist auch deshalb so wichtig, weil das, was Donald Trump eigentlich macht, das ist nämlich ein grundsätzliches Infragestellen des multilateralen Systems. Und über diesen Kontext müssen wir hier heute eigentlich reden. Denn Donald Trump hat angefangen mit dem Stahl- und Aluminiumbereich. Er spricht über Autos. Aber was er eigentlich angekündigt hat, ist doch, dass er sogenannte Spiegelzölle einführen will. Dass er sagt, den Zoll, den ich in deinem Land zahlen muss, den wirst in Zukunft auch du in den USA zahlen müssen. Und damit bricht er mit einem fundamentalen Prinzip, das die Weltgemeinschaft einmal miteinander geschaffen hat, mit dem Prinzip der Meistbegünstigung, das sagt, jedes Land wird gleich behandelt. Der Zoll, den ich einem Land gewähre, gewähre ich in Zukunft auch den anderen Ländern. Mit diesem Prinzip bricht Trump, und damit bricht er mit dem grundsätzlichen Mechanismus, den sich die Weltgemeinschaft übrigens auch nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs miteinander gegeben hat, dass wir gesagt haben, gemeinsame Spielregeln, internationale Kooperation, das sind die Antworten auf den Protektionismus der 1930er Jahre. Und so müssen wir dieses Problem bewerten. Deswegen reicht das nicht, wenn man irgendwas über Zölle auf Autos hier erzählt. Deswegen reicht es nicht zu sagen, das ist hier ein kleines Problem. Nein, wir reden hier über einen US-Präsidenten, der ganz fundamental jede multilateralen Spielregeln, sei es den Pariser Klimavertrag, sei es die UNESCO, sei es NAFTA, sei es TPP, sei es die WTO, er stellt das alles in Frage. Und das ist die Situation, mit der wir uns hier im Bundestag beschäftigen müssen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch in diesem Parlament damit beschäftigen, warum der Nationalismus in der Wirtschaftspolitik, warum dieses Gespenst der 1930er Jahre im 21. Jahrhundert auf einmal wieder da ist. Und angesichts dessen finde ich es schon krass, werte Kollegen von SPD, CDU und FDP, dass es in Ihren Reden kein einziges Wort der Nachdenklichkeit gab.
dass Sie immer nur weiter fordern, dass wir in die falsche Richtung gehen. Und ich meine damit Ihre Freihandelspolitik. Ich meine damit, dass die FDP auch im Wirtschaftsausschuss gestern auch hier wieder gesagt hat, wir holen TTIP aus der Mottenkiste. Und ich halte das für extrem schwierig, wenn wir hier nicht miteinander, und ich meine wirklich miteinander, irgendwann bereit sind, auch mal anzuerkennen, dass eine entfesselte Globalisierung zu Ungerechtigkeit führt, dass eine entfesselte Globalisierung die Gesellschaft spaltet in Gewinner und Verlierer, dass sie instabile Finanzmärkte erzeugt, wenn wir nicht bereit sind, Regeln zu erlassen, dass sie die Klimakrise verschlimmert, dass sie globale Konzerne erzeugt, die so mächtig sind, ganze Staaten unter Druck zu setzen. Wenn wir das nicht endlich anerkennen, dann spielen wir genau denen in die Hände, die Nationalismus und Abschottung predigen. Und darauf gibt es eine Antwort. Darauf gibt es Instrumente. Die Instrumente müssten Sie nur endlich nutzen. Und die Instrumente wären, faire Handelsverträge zu gestalten. Faire Handelsverträge mit effektiven Regeln zur Bekämpfung von Steuerflucht, mit effektiven Regeln zur Regulierung der Finanzmärkte, mit Maßnahmen zum Schutz von Menschenrechten, Abkommen, die endlich der Umsetzung des Pariser Klimavertrages dienen und Abkommen, die regeln, unter welchen ökologischen und sozialen Standards Produkte hergestellt werden müssen, die hier auf den Märkten verkauft werden. Das alles können Sie regeln. Das alles sind die Instrumente, die Sie haben, um die Globalisierung gerecht zu gestalten. Dafür hätten Sie unsere Unterstützung. Und ich sage Ihnen, und ich meine das wirklich ernst, die einzige vernünftige Antwort, die Sie geben können gegen die Nationalisten dieser Welt, ist es, die Globalisierung endlich gerecht zu gestalten. Vielen Dank, Katharina Dröge. Ich kann bei der Aktuellen Stunde keine Zwischenfragen zulassen. Manchmal juckt es einen, das verstehe ich gut, aber bei der Aktuellen Stunde gibt es dieses Instrument nicht. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Jürgen Hart. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war ja ein mächtiger Vortrag von Frau Dröge hier eben. Ich erinnere mich an Debatten hier im Haus und Frau Dröge und ich auf dem einen oder anderen Podium in der Öffentlichkeit, wo die Grünen doch massiv mit irrationalen Argumenten, teilweise auch mit Fake Facts, gegen ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika in einer Art und Weise polemisiert haben, die mich stellenweise erschreckt hat. Und ich sage, wo stünden wir jetzt in der Auseinandersetzung speziell mit dem Weißen Haus, wenn wir ein Handelsabkommen TTIP hätten, in dem zum Beispiel die Frage der Zölle, die Frage der nichttarifären Handelshemmnisse in einer Art und Weise geregelt worden wäre, dass es eben nicht so einfach möglich wäre, Strafzölle gegenüber Partnern wie Europa zu erheben. Es war ein großer Fehler, dass wir das nicht vorangebracht haben. Und leider gab es auch in Deutschland eine durch unsachliche Argumente aufgeheizte öffentliche Diskussion, die uns da im Wege gestanden hat. Und ich würde mir dringend wünschen, dass als ein Teil des Vorschlags der Europäischen Union, wie wir auf die Frage antworten, ist, dass wir den Amerikanern sagen, dass wir dem Präsidenten sagen, wir sind für die Abschaffung aller tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnisse zwischen den USA und der Europäischen Union. Und unser Angebot ist TTIP. Und wir können morgen wieder mit den Verhandlungen beginnen. Und Herr Lighthizer ist herzlich eingeladen, dazu nach Brüssel zu kommen. Ich glaube, dass es eine weise Entscheidung ist, dass wir die Europäische Union in dieser schwierigen Handelsfrage beieinander halten. Dass wir es nicht zulassen, dass einzelne Staaten der Europäischen Union im Sinne einer Nebenhandelspolitik, neben der EU-Handelspolitik, versuchen, in Washington etwas für sich zu erreichen, sondern dass wir sagen, gemeinsam sind wir stark. Denn die einzige Wirtschaftsmacht auf dieser Erde, die den Vereinigten Staaten von Amerika ebenbürtig ist, mit jeweils rund 25% des Bruttosozialprodukts, das ist die Europäische Union. Und deswegen begrüße ich es, dass die Europäische Kommission einen klugen Beschluss gefasst hat in der vergangenen Woche. Sie hat gesagt, erstens, wir beklagen uns über diese Zölle, wir halten sie für ungerechtfertigt. Zweitens, wir verlassen aber nicht den Rahmen des Völkerrechts, den Rahmen der vertraglichen Vereinbarung im Rahmen der WTO, sondern wir halten uns streng an die Regeln der Welthandelsorganisation. Wir werden gegebenenfalls unsere Klage dort vorbringen.
und wir werden Maßnahmen ergreifen, die WTO-konform sind. Das sind eben keine Strafzölle, sondern das sind kompensatorische Maßnahmen, die es uns erlauben, den wirtschaftlichen Schaden, der uns durch solche Zölle entsteht, zu kompensieren. Die Kommission, Frau Malmström, hat es vorgerechnet, der direkte Schaden durch diese Zölle wird auf ca. 7 Milliarden Euro beziffert. Und die Gegenmaßnahmen, die jetzt im Schaufenster stehen, die also noch nicht beschlossen, aber doch als denkbar erachtet werden von der Kommission, werden rund 2,8 Milliarden Kompensation darstellen. Also wir befinden uns dort ganz sauber im Regime der WTO. Das Dritte ist die Botschaft an Amerika, dass wir diese Gespräche über Intensivierung der Handelsbeziehungen wieder aufnehmen. Und das Vierte sollte das Angebot sein, dass wir den Amerikanern sagen, wenn wir uns gemeinsam gegen unfaire Handelspraktiken in der Welt wehren wollen, dann tun wir es doch bitte schön gemeinsam. Dann ist der Hebel doppelt so lang. Dann sind wir doppelt so stark. Und auch hierfür würden die Gespräche dies und jenseits des Atlantiks im Rahmen der ambitionierten Handelsabkommen sicherlich einen guten Rahmen bieten. Ich habe jetzt noch einen Gedanken vorzutragen. Ich bin letzte Woche mit einigen Senatoren zusammengetroffen, beider Parteien in Amerika. Was dort hinter verschlossenen Türen und auch öffentlich über diese Strafzölle gesagt wird, ist eindeutig. Ich habe noch nie auf dem Hill einen solch klaren und laut artikulierten Widerstand gegen eine falsche Handelspolitik des Weißen Hauses gehört. Es ist so, dass der Präsident diesen Erfolg braucht. Es ist so, dass der Präsident durch die Rechtsordnung das auch für sich reklamieren kann, das zu tun. Es wird sich zeigen, ob der Kongress die Kraft hat, sich auch formal dagegen zu stellen und eine entsprechende Gesetzesinitiative einzuleiten. Ich würde mir das wünschen. Wir müssen aber wissen, in Amerika sind wir im Vorwahlkampf. Und wir haben Wahlen gehabt vor wenigen Tagen in Pennsylvania. Dort hat im Übrigen der Demokrat knapp die Nase vorne. Allerdings, der Demokrat hat auch verkündet, er sei für diese Strafzölle. Das gehört wohl zur amerikanischen Politik dazu, dass man möglicherweise gegenüber den gleichen Leuten auch das Gleiche sagt. Aber ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, wenn wir als Europäische Union zusammenstehen. Und in diesem Sinne, Dankeschön. Vielen Dank, Jürgen Hart. Nächste Rednerin, Dr. Daniela de Ridder für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen, geht es Ihnen manchmal auch so wie mir? Genießen Sie morgens gelegentlich ein Glas Orangensaft zum Frühstück oder genießen Sie ein Erdnussbutterbrötchen? Dann kann ich Sie nur darauf hinweisen, dass Sie möglicherweise mal prüfen sollten, wo dieses Produkt herkommt. Auch wenn Sie abends gelegentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei einem amerikanischen Bourbon Whisky entspannen, kann ich Ihnen nur anraten, steigen Sie auf irischen um oder stellen Sie das Alkoholtrinken vielleicht gänzlich besser ein. Warum sage ich dies? Auf dem Hintergrund höherer Einfuhrzölle, die die EU gegen eben diese bestimmten Produkte und Produktgruppen erheben will, will sie versuchen, bestimmte Personenkreise in den USA, nämlich just die Persönlichkeiten rund um Präsidenten Trump und seinen Inner Circle, zu treffen. Doch wie kommt, was Ihnen zimperlich erscheint oder gar lustig, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Seit seinem Amtsantritt hat Donald Trump in regelmäßigen Abständen immer wieder mit Einfuhrzöllen auf Produkte gedroht, insbesondere gegen die EU, oder sie auch gar eingeführt. Aber lassen Sie mich deutlich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist innenpolitisch motiviert. Das dürfen wir, glaube ich, an dieser Stelle auf keinen Fall vergessen, denn Trump will damit sein Versprechen America First einlösen und die Stärkung der Stahlindustrie betreiben im Rust Belt. Doch werden diese Strafzölle, da bin ich sicher, nicht verfangen, die sich ja insbesondere gegen unsere Stahlindustrie und damit auch gegen unsere Automobilindustrie richten. Und langfristig kann dies kein produktives Ergebnis zeitigen. Denn Trump unterliegt gleich mehreren Irrtümern. Und deshalb ist es auch so, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass mein Kollege Thomas Jörg Sie mit seiner Entspanntheit anstecken wollte. Denn er kann darauf rekurrieren, dass es einen ähnlichen Versuch 2016
2002 bereits einmal bei George W. Bush gab, der ebenfalls nicht verfangen ist. Erstens ist es so, dass die Menschen auch wegen geringfügiger oder geringfügig teurer Produkte aus dem Ausland nicht gleich umsteigen werden. Das ist kein Automatismus. Und wenn doch, kommt es im schlimmsten Fall zu einer Produkt- und Warenknappheit. Zweitens werden die amerikanischen Unternehmen den eventuell höheren Gewinn dann immer wieder abtreten müssen, wenn eben andere Staaten, so auch die EU, gleichfalls höhere Einfuhrzölle erheben. Drittens, und das sollten wir nicht vergessen, zeigen die jüngsten Entwicklungen ein, und das ist in der Tat hier auch schon erwähnt worden, ein alarmierendes Bild und keineswegs eines, das Bewunderung für Donald Trump verdient oder uns dazu veranlassen sollte. Es ist eher so, dass mit Außenminister Tillerson, und das meine ich eigentlich, das letzte gemäßigte Mitglied aus seiner Regierung gegangen ist. Und Mike Pompeo, der ihm nachfolgt, hat ja schon angekündigt, dass er diese harte Linie noch deutlich verstärken wird. Mit dieser neuen außenpolitischen Linie wird noch einmal die Problemlage verschärft. Davon bin ich sicher. Aber wer sind wir denn, dass wir nicht wachsam sein sollten? Immer wichtiger wird es in diesem Zusammenhang, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass in der Tat wir den US-Kongress noch mal stärker bemühen, um hier auch die Handelspolitik aufzunehmen. Dass wir nicht nur mit den Demokraten Gespräche intensivieren, sehr geehrter Herr Kollege Hart, Sie haben es schon angesprochen, sondern auch mit den gemäßigten Republikanern. Gleichwohl ist es ja schwierig. Kaum hat man sich einen Namen gemerkt in der US-amerikanischen Regierung, hat derjenige schon wieder das Wort verlassen. Wir brauchen, und davon bin ich felsenfest überzeugt, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr Europa und nicht weniger Europa. Ja, denn es mutet schon sehr anmaßend, fast dreist an, wenn Trump sagt, Staaten könnten von Strafzöllen ausgenommen werden, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und das zielt eindeutig gegen die europäische Einheit. Umso mehr müssen wir sie stabilisieren und verfestigen. Wir werden es nicht zulassen, dass Trump einen Keil zwischen uns als Deutsche und unsere Nachbarn treibt. So viel sollten wir doch in dieser Debatte begriffen haben. Nur gemeinsam in der europäischen im europäischen Kontext können wir dieses erzielen und entsprechend eine Gegenstrategie entwickeln. Lassen Sie mich meine letzten Sekunden noch lobend für den Außenminister Heiko Maas nutzen, der dies ja auch schon deutlich gemacht hat, aber auch noch mal an die Adresse des US-amerikanischen Präsidenten sagen: We are, Mr. President, we are Europe. We like it and we defend it. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniela de Ritter. Nächster Redner in der Debatte, Armin Paulus Hampel für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Gäste im Deutschen Bundestag, liebe Frau Dr. de Ritter, ich finde es schon eindrucksvoll, wie man selbst aus dem beklopptesten Vorschlag noch eine intellektuelle Interpretation herausfischen kann. Das, was die EU-Kommissarin von Malmström da vorgeschlagen hat, Frau de Ritter, nämlich Strafzölle auf Erdnussbutter, amerikanischen Whisky, Orangensaft und anderes, das hat in Amerika allerhöchstens nicht nur Gelächter von Kentucky bis Tennessee ausgelöst, sondern auch bei unserem ehemaligen amerikanischen Präsidenten, nennt sich Jimmy Carter, der war bekanntlich Erdnussfarmer und von dessen Lachen dürften wir ja auch noch in diesem Hohen Hause vernehmen. Und interessant ist, dass dieser bekloppte Vorschlag weder von der Bundesregierung noch von einem in diesem Hause dementiert worden ist, nach dem Motto, machen Sie was Vernünftiges, meine Damen und Herren. Das ist schon eindrucksvoll. Also, was macht der Präsident? Mein Kollege Leif-Erik Kolm hat ja recht, der macht das wahr, was er angekündigt hat, America first, und er hält sein Wahlversprechen. Es ist bezeichnend für die Degeneration unserer politischen Elite, wenn Medien, Politiker unisono Trump dafür kritisieren, dass er genau diese Aufgabe wahrnimmt. Wir wünschten uns das von der Bundesregierung, dass sie endlich wieder energisch im Interesse der eigenen Nation Politik nach außen vertritt. Das wäre der richtige Schritt, und dann könnten wir sogar von einem Donald Trump lernen. All unsere europäischen Partner in Europa verfahren übrigens genauso, liebe Kollegen.
Und Herr Maas wäre auch gut beraten, nach der richtigen Reise nach Paris, die war wichtig, nicht nach Warschau oder Tel Aviv zu reisen, sondern vielleicht gerade vor diesem Hintergrund in die Vereinigten Staaten und mit seinem neuen Amtskollegen sich darüber auszutauschen. Denn auch Herr Maas wird lernen müssen, dass Außenpolitik darin besteht, mit denen zu reden, mit denen man an sich nicht reden will. Und das wurde ja in seiner gestrigen Antrittsrede ziemlich deutlich, mit wem er in Amerika nicht reden will. Wir stemmen uns übrigens auch nicht der Hart gegen TTIP, sondern wir sind für einen freien Handel. Aber wir haben uns dagegen ausgesprochen, dass ein Handelsabkommen in Geheimzimmern in Brüssel und anderswo von Lobbyisten geschrieben wird, und zwar so, dass es keine staatliche Kontrolle über diese Abkommen mehr gibt. Dagegen haben wir uns in der Tat als AfD immer ausgesprochen. Das stimmt. Wir stellen uns auch die Frage, warum auch Europa so viele Schutzzölle erhebt, die in einigen Bereichen deutlich höher sind als die der Vereinigten Staaten. Wenn wir Verhandlungen mit den USA führen, meine Damen und Herren, dann muss man die bestehenden europäischen Schutzzölle leider mit in die Diskussion beziehen. Die deutsche Stahlindustrie allerdings dürfen wir nicht genauso im Regen stehen lassen, wie wir das mit der deutschen Automobilindustrie im Dieselskandal gemacht haben. Das war nämlich keine Umwelt- oder Abgasfrage, das war ein erklärter Wirtschaftskrieg. Und da haben Sie nichts von Frau Merkel und nichts aus Niedersachsen und nichts aus Bayern oder Baden-Württemberg gehört. Das war ein Wirtschaftskrieg, wo die Bundesregierung hätte im deutschen Interesse handeln müssen. Und wir haben es nicht getan. Den Handelskrieg zu eskalieren, meine Damen und Herren, wäre kurzsichtig und kindisch. Es ist ein Reflex und eine Überheblichkeit und auch ein narzisstisches Selbstmitleid der Bundesregierung, wenn man andere immer bestrafen will. Aber genau das ist die Handlungsmaxime der Bundesregierung. Man will die Russen für die Annexion der Krim bestrafen, man will die Briten für den Brexit bestrafen, man will die Ungarn und Polen sowieso bestrafen und jetzt will man die USA bestrafen. Wann gestehen wir uns endlich ein, dass die Arroganz, andere bestrafen zu wollen, nicht nur nichts bringt, meine Damen und Herren, sie schadet diesem Lande und ist keine vernünftige Politik. Wenn die USA einfordern, dass wir endlich unseren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen sollen, das wurde ja sofort parallel zu der Androhung der Strafzölle mit erwähnt, nämlich, dass wir uns mit 2% unseres Bruttoinlandsproduktes die für die Verteidigung aufwenden, dann ist das aus amerikanischer Sicht recht und billig. Unsere Bundeswehr ist ein verwahrloster Trümmerhaufen, an dem diese Bundesregierung schuld ist, und hat man in Washington schon längst wahrgenommen. Die Erhaltung also der Verpflichtung, 2% unseres Inlandsproduktes für die Verteidigung aufzuwenden, würde dann auch dazu führen, meine Damen und Herren, dass wir nicht weiter international der Lächerlichkeit preisgegeben werden mit Waffensystemen, die alle nicht funktionieren, sondern dass wir wieder ein anerkannter Partner auf Augenhöhe auf dem internationalen Parkett werden. Und wenn es Ihnen gegangen ist, fahren Sie in die Welt, reden Sie dort oder schauen Sie die Regierung an, welchen Stand heute Deutschland genießt. Uns wird der rote Teppich ausgekehrt. Ja, das ist so. Alles andere ist aber so, dass man uns immer weniger ernst nimmt. Und das sollten wir schleunigst ändern, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Hampel. Wir werden ja im Anschluss an diese Debatte über einen Bundeswehreinsatz in Darfur diskutieren, ähnlich wie wir es gemacht haben heute Morgen zu dem Einsatz im Südsudan. Und ich kann sagen, dass ich nicht glaube, dass unsere Soldatinnen und Soldaten verwahrloste Trümmerfrauen oder Trümmermänner sind. Nächster Redner in der Debatte, Otto Fricke. Geschätzte Frau Vizepräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Tagesordnung sagt hier aktuelle Stunde zur Gefahr des Handelskrieges und, wie der Kollege Jog richtig gesagt hat, und zu den Auswirkungen auf die Finanzplanung des Bundes. Und wie wichtig diese aktuelle Stunde ist, kann man erstens an der regen Beteiligung sehen. Woran man es aber nicht sehen kann, ist, wie wichtig sie von der Bundesregierung genommen wird. Denn wenn wir hier mal auf diese Seite schauen, dann sitzt zwar da der sehr geschätzte Kollege Krings, aber das Finanzministerium sitzt da nicht. Und das Kanzleramt, das wie viel Staatsminister jetzt hat, kein einziger da. Und das ist eine Sache, wo wir sagen müssen, wir debattieren doch über aktuelle Stunden deswegen, weil wir sehen wollen, wie es mit den Auswirkungen in unserem Lande ist und wo wir eigentlich erwarten, dass die Bundesregierung diesem Parlament zuhört, sich eine Meinung anhand der Debatten bildet. Ich würde mich also freuen, wenn das Kanzleramt den Weg findet, wenigstens mit einem. Meine Damen und Herren,
an diesem Platz muss man beim Thema Zoll- und Handelsstreitigkeiten einfach das Wort Mauer nur in seinen Kopf setzen. Wir sind hier an einer Stelle, an der wir als Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über eine Mauer gehen, die Handel verhindert hat. Es ist so, dass in den USA eine Mauer an der Südgrenze gebaut werden soll, die auch vieles erschweren wird. Und wenn wir über Zölle und Tarife reden, dann sind das nichts anderes als Mauern. Es sind Mauern, die man nicht anfassen, die man nicht sehen, aber die man eben spüren kann und spüren wird. Und die Frage ist doch, wenn wir uns darüber einig sind, eigentlich in diesem Hause, dass Zollstreitigkeiten, Zollzwists keinen Sinn machen, und ich begrüße die Kollegin Hagedorn vom Finanzministerium, die den Weg hier hingefunden hat, dann sind wir uns doch auch darüber einig, diejenigen, die am meisten unter einem solchen Zwist, unter einer solchen Streitigkeit leiden werden, sind am Ende die Arbeitnehmer. Denn wen hat es in den 30er Jahren getroffen? Den Einzelnen, den Arbeitnehmer, die Familie. Und es muss die Aufgabe dieses Landes und dieser Bundesregierung sein, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Lande davor zu schützen, dass durch solche Streitigkeiten am Ende sie in Gefahr um ihre Arbeitsplätze sind, sie darüber nachdenken müssen, wie sich ihre Zukunft darstellt. Das ist doch der Kern, um den wir uns hier bemühen, den wir als Ziel erreichen müssen. Und das heißt, man muss Vorsorge treffen. Das heißt, man muss nicht mit dem Schlimmsten rechnen, aber man muss wissen, wie man mit dem Schlimmsten umgehen kann. Wir haben das im Bereich der Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren immer wieder getan. Ich erinnere an die Jahre 2009 und 2010, indem wir bei der Bundesagentur für Arbeit einen Puffer hatten, der so gut war, dass wir eine kurze Krise gut überwinden konnten. Wir haben den Puffer inzwischen wieder aufgebaut, und das ist auch eine Versicherung. Aber die Frage ist doch, was hat die Bundesregierung in den letzten 4 Jahren, wissend, welche Auseinandersetzungen mit diesen Präsidenten kommen, getan? Wo tut sie etwas in der Zukunft? Was macht sie, Herr Kollege Jörg, da komme ich dann zu Ihnen, in der Finanzplanung? Wir wissen das noch nicht. Wir wissen auch noch nicht. Und die Zeit muss man auch dem Finanzministerium geben, wie die Finanzplanung aussieht. Aber, und das will ich dann doch sagen, sollte es zu Arbeitsplatzverlusten kommen, haben wir Probleme, dass die sozialen Transferleistungen steigen. Wir werden weniger Einnahmen in den Kassen haben, wir werden weniger Steuereinnahmen haben, wir werden steigende Ausgaben in allen möglichen Sozialsystemen haben, eine Ausgabenkaskade, die wir alle schon erlebt haben. Da erwarte ich, dass die Bundesregierung hier Vorsorge trifft. Wir werden gleichzeitig an unterschiedlichsten Stellen Bedrohungen für den Haushalt haben. Wir wissen jetzt schon konkret, dass beim mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union mit mindestens 3 Milliarden jährlich zu rechnen ist. Wir wissen, dass durch den Brexit mit mindestens 3 Milliarden Mehrausgaben zu rechnen ist. Wir wissen auch, dass bei den Zinsen der große Vorteil, den diese Bundesregierung gehabt hat, die Ausgaben steigen, aber das ist ja kein Problem, denn die Steuereinnahmen steigen und die Zinsen sinken, dass wir bei den Zinsen auf jeden Fall, das wird die Kollegin Hagedorn sicherlich gerne bestätigen, so langsam an ein Ende kommen. Und, meine Damen und Herren, ja, dass Sie nicht verstehen, Herr Kollege Krischer von den Grünen, was das mit Handelskriegen zu tun hat, ist klar, weil Sie gucken nur in das Heute und in das Jetzt. Unsere Aufgabe muss es sein, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zu überlegen, wie wir Vorsorge treffen, wie wir in der Finanzplanung uns darum kümmern. Und meine Fraktion, die FDP, wird schauen, welche Ausgabenvorschläge von Ihnen allen hier wieder kommen werden, die in keiner Weise Rücksicht auf das nehmen, was an Bedrohung für unser Land eben nicht nur im Bereich der Umwelt, sondern eben auch im Bereich von Arbeitsplätzen, Finanzplanung, Sicherheit und Zukunft unseres Landes besteht. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Otto Fricke. Nächster Redner Bernhard Loos für die CSU-CDU-Fraktion. Das ist der dritte Kaufbeurer heute. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Geld hört die Freundschaft auf. Diese bekannte Lebensweise scheint unser derzeitiger US-Präsident Donald Trump unter Beweis stellen zu wollen. Aber ich halte dem natürlich entgegen, und das ist, meine ich, ist viel besser. Erst in schwierigen Zeiten beweist sich echte Freundschaft. Und wir wollen keinen Handelskrieg. Deshalb finde ich die Aktuelle Stunde heute durchaus angebracht und sehr wichtig. Und dass wir so reghaft darüber diskutieren, ist sicherlich eine notwendige Sache. Deutschland und die USA verbindet weitaus mehr als ein US-Präsident mit einer verirrten US-Handelspolitik beeinträchtigen kann. Unsere beiden Länder verbindet eines zuvorderst. Das ist Freiheit. Das ist die politische Freiheit der Demokratie,
Das ist die persönliche Lebensfreiheit und auch der freie Handel statt staatlicher, kontrollierter und geschützter Wirtschaft. Denn freier Handel mehrt Wohlstand. Falscher Protektionismus schadet ihm. Unser Ziel ist es, und deshalb muss es unser Ziel auch sein, eine unkontrollierte Spirale des Protektionismus zu verhindern. Am 8. März unterschrieb US-Präsident ein Dekret, um auf Stahl 25% Strafzölle zu erheben, auf Aluminium-Einfuhren 10%. Das ist in meinen Augen ein unwürdiger Wettlauf, der begonnen hat. Wir in Europa aber dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Und ein Gutes hat auch mal ein kleines, ein bisschen getrübtes Verhältnis zu unserem atlantischen Partner, dass Europa lernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Die Menschen in unserem Land erkennen spätestens jetzt den großen Wert der europäischen Gemeinschaft. Die Trumpschen Strafzölle sind paradox. Ihre Wirkung auch auf die US-Wirtschaft fatal. Experten schätzen, dass rund 145.000 Arbeitsplätze in der stahlverarbeitenden Industrie durch den dann teuren US-Stahl wegfallen werden. Also das glatte Gegenteil dessen, was Donald Trump angeblich erreichen möchte. Deutschland lieferte 2016 rund 1 Million Tonnen Waldstahl in die USA. Das sind 4% der deutschen Stahlproduktion. Die deutsche Aluminiumindustrie lieferte 2017 rund 100.000 Tonnen, 2,3% der Gesamtexporte. Nun droht US-Präsident Trump auch noch mit höheren Zöllen auf Autoimporte aus Europa. Das würde besonders natürlich deutsche Autobauer treffen, die rund 500.000 Autos von rund 1,4 Millionen Autos aus der EU jährlich in die USA exportieren. Als direkt gewählter Abgeordneter für München Nord mit dem Firmensitz der BMW AG und vielen kleinen mittelständischen Unternehmen im Wahlkreis weiß ich, die Menschen in Deutschland haben Angst. Sie haben Angst vor einer nicht absehbaren Eskalation eines Handelskrieges, der letztlich auch ihre Jobs und natürlich auch die Auftragslage bedroht. Wie paradox das Verhalten des US-Präsidenten ist, zeigt auch, dass gerade BMW und Mercedes in ihren Werken in den USA gleichzeitig die beiden größten Automobilexporteure für Fahrzeuge aus den USA sind. Welchen Sinn macht es, diese Firmen mit Strafzöllen zu belegen und damit zu gefährden, wenn sie gleichzeitig Wertschöpfung in den USA und damit US-Arbeitsplätze sichern? Trump sieht sich als Dealmaker. Das müssen wir erkennen und in unserer Reaktion berücksichtigen. Wir müssen klare Position beziehen. Wir wollen keinen Handelskrieg zwischen EU und USA. Der Vorzug muss Gespräche haben. Die EU muss deutlich machen, dass sie ein Freihandelsabkommen mit den USA will, das weitere Barrieren abbaut und nicht hinzufügt. Keiner gewinnt in einem Wettlauf der Strafzölle. Die EU muss bei der WTO in Genf vorsorglich Klage erheben. Die US-Zölle sind rechtswidrig. Es ist offensichtlich, dass diese Zölle rein US-wirtschaftlichen Aspekten dienen. Mit der nationalen Sicherheit der USA hat dies alles auch nichts zu tun. Und auch nicht mit dem US-Handelsdefizit. Die EU muss Schutzmaßnahmen ergreifen. Wir müssen uns schützen vor umgeleiteten Exporten aus anderen Ländern. Wir müssen Ausgleichsmaßnahmen vorbereiten. Die EU muss Listen für Produkte mit Gegenzöllen vorbereiten, damit wir auch rechtzeitig reagieren können. Aber es darf kein Automatismus sein. Eines ist jedenfalls klar. Ich bin sofort fertig. Die EU darf sich nicht auseinander dividieren lassen. Die sich jetzt andienen Briten sind ein abschreckendes Beispiel. Wir wollen keinen Handelskrieg. Wir wollen mit den USA reden, verhandeln, einen Deal machen. Wir wollen einen Deal für einen freien Handel. Danke. Bitte. Danke, Bernhard Loos. Nächster Redner, Bernd Westphal für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für viele Menschen ist das unglaublich. Unser wichtigster internationaler Partner außerhalb Europas, die USA,
wollen Strafzölle auf Stahl und Aluminium auch gegenüber engsten Partnerländern einführen. Bedeutet dies der Beginn einer neuen Handelsschrankenspirale? Die USA wissen, dass sie damit gegen WTO-Recht verstoßen, übrigens Regeln, die sie selber entwickelt und selbst mit aufgebaut und verabschiedet haben. Und sie wissen, dass die Europäische Union angemessen und geschlossen darauf reagieren wird. Alle Beteiligten wissen ebenso, dass mit den USA Strafzöllen auch Länder verlieren. Kein Land wird bei Handelsboykott Vorteile erbringen. Auch das sind diese Erkenntnisse, die durch Trumps Politik in die Absurdität führen. Und meine Damen und Herren, es ist paradox, denn das Land, das die Probleme des weltweiten Stahldumpings zu verantworten hat, ist China. Der chinesische Staatskapitalismus steht für 50% der Weltproduktion. Und China produziert so viel Stahl wie der restliche Welt zusammen. China allein hat 400 Millionen Tonnen Stahl Überkapazitäten. Zum Vergleich, die Produktion in Europa sind 220 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das Land unterminiert mit Dumpingpreisen den internationalen Stahlhandel und ist auch von der Europäischen Union mehrfach dafür sanktioniert worden. Jetzt aber werden durch die amerikanischen Strafzölle nicht nur die chinesischen Überkapazitäten angegangen, sondern die engsten Partner der USA werden bestraft, etwa Kanada, Brasilien, Mexiko, Südkorea oder die EU. Allesamt Länder, die sich mit den USA in einer politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftspolitischen Wertegemeinschaft verbunden fühlen. Und lediglich 1 Million Tonnen Stahl gehen aus Deutschland in die USA. Und die USA ist, wie die EU und Deutschland, von weltweiten staatlichen subventionierten Überkapazitäten gerade bei Stahl im weltweiten Markt betroffen. Aber Importbeschränkungen sind nicht die richtige Antwort, denn die amerikanischen Importzölle werden einen Verdrängungswettbewerb international auslösen. Und ich bin überzeugt, dass einige Importbeschränkungen das Problem der weltweiten Stahlüberproduktion nicht lösen werden. Die Lösung kann nur gefunden werden, indem man sich zusammensetzt, indem man kooperativ zusammenwirkt und zum Beispiel in dem von der Bundesregierung initiierten Global Forum Steel auf G20-Ebene nutzt. Dieses Forum kann einen Kompromiss mit verbindlichen Abbaufaden erarbeiten, an dem sowohl die USA, aber auch China beteiligt werden müssen. Isoliertes, einseitiges Handeln bringt niemand etwas. Die richtige Antwort für die Überproduktion bei Stahl lautet Kooperation, Diplomatie in Wirtschafts- und Handelsfragen und keine Zölle, meine Damen und Herren. Wir wollen und wir müssen alles daran setzen, um einen globalen Welthandelsstreit zu vermeiden. Und ich benutze die Vokabel Welthandelskrieg nicht, sondern ich glaube, das ist eher etwas, wo unser Land auch bittere Erfahrung genommen hat. Wir haben andere Vokabeln und Wörter in unserem Repertoire, dass wir das Wort nicht benutzen müssen. 90% des Welthandels, des Wachstums, wird außerhalb in den nächsten zehn Jahren außerhalb Europas stattfinden. Und wir brauchen allesamt keine amerikanische Dominanz weltweit. Ebenso wenig brauchen wir künstliche staatliche Preisgestaltung wie in China. Wir brauchen eine vitale WTO, die dafür sorgen kann, dass die bisher geltenden Spielregeln wieder eingehalten werden, und zwar von allen Partnern, auch in den USA. Und was sind die Ursachen von dem amerikanischen Handel? Große Teile der amerikanischen Gesellschaft fühlen sich als Verlierer der Globalisierung, ja, gerade in den USA, die von vielen verantwortlich gemacht werden für die weltwirtschaftlichen Verwerfungen. Die Auswüchse des globalen Finanzmarkt- und Konzernkapitalismus, gerade dieses Land hat große hausgemachte Wirtschaftsprobleme. Die Ursache des amerikanischen Wirtschaftsabschwungs liegt in veralteten Industrien und Wirtschaftsstrukturen der USA. Da sind sich alle renommierten Wirtschaftswissenschaftler einig. Und deshalb wird bei diesem Problem eben nicht Abschottung und Ausgrenzung helfen, sondern hier braucht es Wirtschaftsförderung, hier braucht es Innovation, kluge Politik, die Wirtschaftspolitik vor Ort regional dementsprechend entwickelt, wie wir sie hier wirtschaftsfördernd auch in Deutschland praktizieren. Lassen Sie mich zwei Worte noch zur Leistungsbilanzüberschuss erwähnen. Zwei. Bitte? Zwei Worte.
Okay. Es gibt Dinge wie Niedrigzinsen, wie niedrige Energiepreise und andere Faktoren, die wir überhaupt nicht beeinflussen können als nationale Politik. Deshalb ist die Argumentation einiger Redner hier zu einfach, was das Handelsüberschuss angeht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Bernd Westphal. Und der letzte Redner in der Aktuellen Stunde ist Ralf Brinkhaus für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Habe ich das jetzt eben richtig verstanden, dass der Redner für die AfD-Fraktion erklärt hat, dass die Bundeswehr ein verwahrloster Trümmerhaufen ist? Der Kollege Hampel? Wo ist denn der Kollege Hampel überhaupt? Wo ist denn der Kollege Hampel überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Schon ein bisschen peinlich, hier eine Debatte zu führen, Behauptungen aufzustellen, dann aus dem Saal zu verschwinden. Meine Damen und Herren, wer die Bundeswehr als verwahrlosten Trümmerhaufen bezeichnet, der beleidigt 180.000 Soldaten, die ihr Leben für dieses Land hingeben. Das ist eine unglaubliche Entgleisung, die hier im Deutschen Bundestag nicht zu dulden ist. Ansonsten freue ich mich, und es ist absolut richtig, dass wir hier Debatten über Wirtschafts- und Finanzpolitik führen. Das ist gut, das sollten wir hier an dieser Stelle viel, viel öfter machen. Zu den Zöllen. Von Herrn Trump ist viel gesagt worden, das meiste war auch richtig. Aber vielleicht, meine Damen und Herren, betrachten wir das auch als Weckruf. Als Weckruf, uns mit unserer Wirtschafts- und Finanzpolitik einmal näher zu beschäftigen. Sie haben die Frage gestellt, welche Auswirkungen hat das auf die Finanzplanung? Das ist eine richtige Frage. Wir sind eine exportorientierte Nation. Ein Großteil unseres Bruttosozialproduktes wird erwirtschaftet durch Exporte. Und es ist natürlich so, wenn es Zölle in den Vereinigten Staaten gibt, wenn es eine Wirtschaftskrise in China gibt oder wenn es Konflikte in Osteuropa gibt, dass das unsere Wirtschaft betrifft. Und deswegen sollten wir auch sehr, sehr vorsichtig sein. Das betrifft auch unsere Steuereinnahmen. Und wer jetzt schon anfängt, die Steuereinnahmen für die nächsten Jahre zu verballern, der sollte damit sehr, sehr vorsichtig sein. Das gilt für die Ausgabenseite. Und Otto Fricke, bevor du klatschst, das gilt auch für Forderungen, 20 Milliarden Solidaritätszuschlag mal eben einfach drauf wegzutun. Ja? Also das gehört nämlich auch zur Wahrheit dazu. Und in der Wirtschaftspolitik sind noch ein paar andere Sachen, die uns beschäftigen sollen. Welche Haltung haben wir eigentlich hier in diesem Deutschen Bundestag zum Thema Freihandel? Was ist eigentlich die Haltung dazu? Was ist die Haltung zu Zölle? Ist angesprochen worden, die EU ist kein Musterschüler im Bereich Zölle. Da sollten wir uns auch selber an unsere eigene Nase packen. Welche Haltung haben wir zum Thema Handelsauseinandersetzung? Ich bin froh, dass bis auf die Rednerin der Grünen keiner gesagt hat, also wir wollen jetzt Zölle mit Gegenzöllen beantworten. Ich glaube, das führt zu nichts. Das führt zu Verlierern auf beiden Seiten. Und ein Handelskrieg, der führt zu Verlierern, insbesondere auch bei Arbeitsplätzen, auch hier in Deutschland. Denn Handel und freier Wettbewerb hat immer auch zur Innovation dabei getragen, meine Damen und Herren. Wir sollten uns aber auch überlegen, ob wir mit Zöllen alleine die richtige Frage stellen. Wir sollten uns überlegen, wie sieht es denn eigentlich mit fairem Wettbewerb im Bereich Steuerdumping aus? Und da müssen wir gar nicht in die Vereinigten Staaten gehen. Da können wir auch in die Niederlande gehen, das ist ganz nah. Wie sieht es denn aus mit Unternehmen wie Amazon, die wenig Ertragssteuer auf dieser Welt zahlen? Wie ist denn das Konkurrenzverhältnis dieser Unternehmen zu unseren lokalen Einzelhändlern? Das hat auch was mit fairen Handelspraktiken zu tun. Und meine Damen und Herren, wenn wir über faire Handelspraktiken reden, dann reden wir doch mal über Amazon. Sicherlich ein bemerkenswertes Unternehmen. Aber gucken Sie sich doch mal an, welche Monopolstellung die sich mittlerweile erwerben, auch gesponsert durch eine US-Steuerpolitik. Und diese Monopolstellung, die widerspricht jeglichen Gedanken der sozialen Marktwirtschaft und jeglichen Gedanken des Wettbewerbes. Das heißt, auch da müssen wir mal drüber reden, was denn Kartell- und Monopolpolitik in diesem Lande für eine Bedeutung hat. Und wenn wir über Wirtschaftspolitik reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass wir, und da glaube ich übrigens immer noch dran, die besten Autos auf der Welt bauen, tolle Maschinen, und dass deswegen viele Menschen unsere Produkte haben wollen. Und auch an die Adresse der Grünen, wir werden nicht schlechter wegen unseres Außenhandelsdefizites. Wir wollen weiter gute Produkte für den Weltmarkt produzieren und im Übrigen auch an die Adresse der Linken, meine Damen und Herren. Aber wir hatten es in den vergangenen Jahren auch relativ leicht mit unseren Exporten. Unsere Währung war komplett unterbewertet. Wir haben niedrige Zinsen gehabt. Es wäre auch an der Zeit, mal wieder über Produktivität in diesem Land zu reden. Ich gutiere das ausdrücklich, dass wir gute Lohnerhöhungen gehabt haben. Das gehört dazu. Aber wo geht es denn weiterhin? Wo geht es weiterhin mit den Sozialversicherungsbeiträgen, mit den Energiepreisen? Und was machen wir an Bürokratielasten für unsere Unternehmen? Auch das ist im Grunde genommen eine Sache, die schlecht ist für unseren Wettbewerb. Und auch darüber sollten wir mal reden, meine Damen und Herren. Und wenn wir dann mal weiter über Wirtschaftspolitik reden. Wir haben 9% unseres Warenaußenhandels mit den Vereinigten Staaten. Es ist nie gut, alle Äpfel in den gleichen Korb hineinzulegen. Und ein Kollege aus dem Europäischen Parlament hat gestern gesagt, und wenn der Trump Mauern baut,
dann sollten wir Brücken zu anderen Ländern bauen. Dann sollten wir den Handel intensivieren. Wir haben noch Potenzial nach oben in Asien, in Südamerika, in Mittelamerika, aber vor allen Dingen auch in Afrika. Und das, meine Damen und Herren, geht natürlich am besten mit Freihandelsabkommen. Und deswegen die Verteuflung von Freihandelsabkommen, die heute auch wieder durchgeschehen ist von der linken Seite des Parlaments. Das ist kontraproduktiv, meine Damen und Herren. Und Frau Dröge, Sie haben gesagt, Globalisierung ist ungerecht. Fakt ist, dass diese Globalisierung dazu geführt hat, dass wir in Ländern wie Indien oder China überhaupt eine Mittelschicht bekommen, dass sich da überhaupt was wächst und dass da überhaupt was entsteht. Und wer die Globalisierung verteufelt, der nimmt diesen Menschen in den Schwellenländern das Recht auf Wohlstand. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, meine Damen und Herren. Und wenn wir jetzt mal einen Strich drunter ziehen, und ich glaube, das ist nicht die letzte Debatte, die wir hier zur Wirtschaftspolitik und zur Globalisierung führen, wir müssen da viel mehr drüber reden, da kann ich nur eins sagen. Es macht keinen Sinn, wie ein Kaninchen vor der Schlange vor anderen zu sitzen, sondern wir sind stark genug, unser eigenes Ding zu machen. Und unser eigenes Ding zu machen bedeutet, dass wir eine gute, faire Wirtschaftspolitik machen. Und wenn es mit den Partnern in den Vereinigten Staaten nicht klappt, dann müssen wir es mit anderen Partnern auf der Welt machen. Und da ist noch viel Potenzial nach oben. Dankeschön. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Ralf Brinkhaus. Damit schließe ich diese sehr lebendige Aktuelle Stunde. Sie ist beendet. Und möglicherweise werden jetzt die Plätze gewechselt oder getauscht. Dann rufe ich erst sehr langsam auf den